Ich finde, das ist ganz einfach, dass das System, was mir die wenigste Mühe macht, es zu bedienen, das finde ich meine größte Unterstützung. Das heißt also, ich will nur irgendein Telefon in die Hand nehmen, ich habe dann eine Nummer, da rufe ich an und formuliere einen Wunsch und dann passiert es einfach. Die KI weiß genau, was ich will und macht das dann. Ja, sicherlich die Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Kommune, in der Region. Das heißt, die automatische Zusammenstellung der besten Verkehrsmittel, einschließlich Gehen, Fahrradfahren oder wie auch immer, dass man on demand diese Informationen bekäme, natürlich mit Flexibilisierung des ÖPNV, was Fahrpläne, Fahrstrecken anbetrifft und die Verkehrsmittelwahl. Also all die Dinge, die ich in meinem alltäglichen Leben brauche, wo auch schon Daten vorhanden sind, einfach zur Verfügung gestellt auf einen Blick. Das wäre großartig. Ich glaube, das hängt davon ab, wie sich grundsätzlich die Endgeräte, mit denen wir arbeiten, entwickeln werden. Also wer weiß, ob wir in 5 bis 10 Jahren noch alle ein Smartphone in der Hand haben oder irgendeine Brille haben. Also ich glaube, es gibt schon die guten Systeme, die guten Apps, aber die können immer modernisiert werden. Die Digitalisierung hilft sicherlich beim lebenslangen Lernen, weil sie uns auch ständig auffordert, das zu tun, uns auch immer wieder in neue Lebenssituationen hineinbringt. Wenn man bereit ist, das auch entgegenzunehmen und aufzunehmen, dann glaube ich, ist man da auch gewappnet und kann mitmachen.